Tag. Guten Tag. Ich gerade mit Herr Gesicht. Oder Sie sind, mit wem wollen Sie sprechen? Mit Hermann Gesicht. Gesicke? Oder Gesicht? Ja. Gesicht, ja. Ja, hier ist Gesicht, weil der Herr Maske ist auch hier. Hier sind ganz viele Masken, darum frage ich. Okay. Ja, Hermann, wissen Sie, ich heiße Ole Larsen, es geht um automatischen Handel an der Börse. Oleg? Und unsere. Rufen Sie aus Russland an? Ich rufe aus Deutschland an. Ja, wo denn? Aus Düsseldorf. Das ist unsere Haupt. Aber Sie haben gar keine deutsche Telefonnummer. Oh, welche Telefonnummer steht dort? Das ist eine IP-Anruf. Eine was? IP-Anruf. Was ist denn unter das? Diese Nummer, unter dieser Nummer haben Sie WhatsApp oder keine? Also hier steht Anruf aus Kasachstan. Sind Sie aus Kasachstan? Natürlich nicht. Es kann nicht wahr sein. Na doch. Es muss ein Deutscher. Mein Telefon sagt Anruf aus Kasachstan. Verdächtige Rufnummer. Nein, nein. Es ist falsch. Aber schauen Sie mal. Unter unserer Werbung, Sie haben Ihre Daten hinterlassen, stimmt? Welche Firma also, ist denn da am Telefon? Wie ist denn der Name von der Firma? Es ist eine Handelsplattform. Ja, und wie heißt die? Name? Plattform ATS. Wie schreibt man? Wie war denn die Internetseite? Schauen Sie mal. Plattform Group ATS.com. Ich kann Ihnen. Ah, ja, ich hab's noch offen. Alles gut. Okay. Aber, genau, Hermann Gesicht. Möchten Sie an der Börse mit Hilfe von unserer Handelsplattform und mit diesem modernen Algorithmus künstliche Intelligenz an der Börse Geld zu verdienen oder möchten Sie nicht? Ja, also Geld verdienen hört sich erstmal nicht schlecht an. Haben Sie denn auch reale Intelligenz vor Ort oder ist das rein auf die KI beschränkt bei Ihnen in der Firma? Wir sind eine wir haben Kunden von ganz Welt, aus Australien, Neuseeland, ganze Europa. Aber auch aus Kasachstan, oder? Vielleicht kommt daher die Telefonnummer. Nein, aus Kasachstan, nein, natürlich nicht. Warum aus Kasachstan? Weil bei meinem Telefon steht Anruf aus Kasachstan. Da kann ich ja auch nichts dafür, ne? Ich kann Ihnen meine Privatdeutsch-Telefon geben, wenn Sie möchten. Was also, bringt mir das denn? Weiß ich nicht. Da sehen Sie. und wir können WhatsApp nutzen auch miteinander. Wir bleiben verbindet per WhatsApp immer. Ich bin gerne mit Menschen verbindet. Das mag ich. Das ist gut. Und auch von uns bekommen Sie voll Unterstützung, weil es liegt in unserem Interesse, Ihnen zu helfen, an der Börse Geld zu verdienen, weil wir bekommen 6% von Ihrem Profit nur, nicht von Ihrem eigenen Geld. Wenn Sie überweisen Sie Geld zurück nach Ihrem Bankkonto, bekommen wir 6% und je mehr wir verdienen, desto mehr wir bekommen und Sie bekommen von uns einen Broker. So, was ist denn das? Es ist ein Broker, der arbeitet direkt an der Börse. Person. Ach so, und der arbeitet für Sie, der sitzt dann da im Raum vor den Monitoren und ruft an, wenn sich was ändert, ja? Ja, es ist ein Broker. Wie heißt der Broker? Makler. Makler? Sind das haben, Makler und Broker? Haben, sind das arabische Leute? Warum? Sie sind Deutsche, sie werden einander. Nein, weil sie sagen, die heißen Makler und Broker. Das hört sich an wie russische, wie arabische Namen. Makler und Broker. Sprechen Sie Englisch? You know, Broker, this is
international, you know. Oh, broker! So, I thought you're talking about a name there, mate. Yeah. So what's your mother tongue? Mother tongue, Norwegian. You're a Norwegian guy, oh, that's nice. Yes. Yeah. Have you been to Uppsala? Ich wohne in Stavanger, Rogaland. Oh, Stavanger, da ist so das NATO-Quartier, ne? NATO-Headquarters. Ja, auch. Es ist eine Eulenraffineriestadt. Eine Eulenraffinerie? Ja. Mensch, du. Also, jetzt weiß ich auch, warum die Eulen so raffinierte Kreaturen sind. Die werden raffiniert bei euch. mögen Sie Eulen? Ja, Öl. Öl. Ich spreche natürlich gebrochenes Deutsch. Ja. Ich spreche gebrochenes Deutsch, haben Sie gesagt? Gebrochenes Deutsch. Aber ich machen Sie oder Sie? Ich. Ach so. Also ich kann das Wort Eule auf ganz vielen Sprachen, falls Sie das interessiert. Also auf Deutsch sagt man Eule, auf Englisch sagt man ja Owl, auf Russisch sagt man Sava. Und was heißt Eule auf Norwegisch? Öl. Öl? Öl. Ja, genau. So wie auch ein Bierchen, Bier. Bier? Auch Öl. Ja, es ist gleich. Ach so, ich wusste das gar nicht. Was ist ein netter junger Mann. Wie alt sind Sie denn? Sie hören sich noch so jung an. Nein, ich bin 37 schon. Was? Ich hätte jetzt gedacht, Sie sind 20 oder sowas. Nein, natürlich nicht. Großes Kompliment. Aber ich bin natürlich ein Makler. Er ist eine ausgebildete Person, ja. Aber ich habe keine Udannelse. Ich bin nicht ausgebildet. Sie haben keine Ausbildung, das müssen wir aber ändern. Ja, Ausbildung, ja. Also ich. Was haben Sie denn gelernt? Ich habe angefangen zum Lernen im College, aber so Bauingenieur. Bauingenieur, ne? Das ist doch gut. Ich weiß nicht, ob Sie, kennen Sie das Computerspiel da, wo man diese Zombies jagt? 7 Days to Die heißt das. Kennen Sie das? Ja, ich kenne das. Da baue ich gerade so eine Struktur aus Stahlbeton. Vielleicht können Sie mir da nochmal einen Tipp geben. Weil ich schaffe das irgendwie immer nur so quadratisch und nach oben zu bauen. Aber ich hätte gerne mal so ein paar Schlenker drin und mal so ein paar Akzente. Aber das ist halt, landet in der militärischen Einfachheit immer irgendwie bei so einem Klotzbau. Das ist zwar höchst effektiv, aber sieht halt scheiße aus, ne? Haben Sie da eine Idee für mich? Ich habe auch gehört mit Ausbildung, weil nur 2 Jahre. Ach so, haben Sie 2 Jahre nur studiert? Mhm. Und dann kam die Exmatrikulation oder was ist passiert? Aber schauen Sie mal, sprechen wir ein Geschäft jetzt, ja? Ja, machen wir doch gerade. Vielleicht habe ich ja eine gute Arbeit für Sie. Weil ich bin ja hauptamtlich bin ich ja, sag ich mal, Verkaufsdirektor bei Holy Energy. Und ich könnte mir vorstellen, falls das interessant ist, dass wir, weil beim Trading, da braucht man ja richtig Power, ne? Da muss man ja schlau sein, oder? Ja, man muss schlau sein. Da muss man schlau sein und immer wach und energiegeladen. Ich hätte ja sonst gefragt, ob man bei Ihnen auf der Internetseite auch Werbung kaufen kann. Soll ich Ihnen Zugangsdaten zu unserer Handelsplattform schicken? Und danach, mit welchem Staatskapital möchten Sie eins? So in etwa 2,50, ne? Ja, okay. Oder können Sie mir ein gutes Angebot machen? Ja, als neuer Kunde erhalten Sie von uns 50 Euro als ein Bonus. Egal wie viel ich einzahle, was, wenn ich 1000 Euro mache, gibt es dann einen größeren Bonus? Ich mag Bonus. Ja, es ist 150. Dann ist 150. Das ist ja mehr als 2%. Ja, 150. Das ist ja mehr als 2% von der Gesamtsumme. Das machen wir.
Dabei. Okay, und mit 500 ist es 100 Euro. Nee, wenn dann niemand hat 1000, weil das extra von der Proportionen her natürlich komisch ist. Ne? Wenn ich bei 500 schon 100 Euro krieg, warum kriege ich dann bei 1000 nur 150 Euro? Mhm. Genau. Verstehen Sie das Problem? Das ist ja von den Proportionen her nicht so. Ja, wegen unserer Regeln, weiß ich nicht. Was für Regeln haben Sie denn da vorliegen? Vielleicht kann man da ja nochmal drüber sprechen. 50 Euro, 100 Euro mit 500 und 150 Euro mit 1000. Weil ich habe ja im Prinzip ein sehr, sehr ausgeprägtes Interesse an Meerschweinchen, Ottern und dergleichen. Also wir können das auf jeden Fall machen. Ich möchte ja gerne Geld verdienen. Wie hoch ist denn der Profit im Monat bei Ihnen da in der Kanzlei? Das ist ungefähr 20% pro Monat. Also 20, 30. Es ist unterschiedlich. Es wäre unlogisch zu sagen, jeden Tag werden Sie gleich Betrag verdienen. Aber es hängt von Volatilität ab. Verschiedene Faktoren an der Börse. Sie können auch mit unseren Maklern in Zukunft eine passende Strategie zusammenfinden. Und sie werden immer zusammenarbeiten. Ja? Und wir haben Kunden, wer arbeitet mit uns 3-4 Jahre in einer Reihe auch. Und wer handelt selbst ohne automatischen Handel, nicht automatischen Handel, wie sie wollen. Also per E-Mail soll ich Ihnen unsere Bankdatenverbindung schicken, zusammen mit Zugangsdaten zu unserer Handelsplattform. Oder haben Sie eine Kreditkarte? Machen wir es kurz, ja, jetzt. Hallo? Ja, ich habe gefragt, ob Sie das selber auch machen. Ja, Sie können, wir sind auch ein Broker, unsere Unternehmen. Aber wir suchen nach langfristige Partnerschaft zusammen mit unseren Kunden auch. Ja. Es ist auch ein Profit für uns, unsere Kunden. Ja, das habe ich ja verstanden. Die Frage war ja, ob Sie selber auch diesen Handel da machen. Ja, ich habe mit ein paar Mal gemacht auch. Ja, und hat das gut geklappt? Ja, gut. Ja, wie viel haben Sie da so verdient immer? Aber ich bin nicht reich und ich habe nicht so viel investiert. Ungefähr 15.000. Oh, einem Monat oder wie lief das ab? Zweieinhalb Jahre. Im halben Jahr 15.000 und was haben Sie investiert? Ich habe 15.000 investiert. Ach so, und wie viel ist dann rausgekommen nach einem halben Jahr oder haben Sie Verluste gemacht? Nein, ohne Verlust, es war ungefähr 4.000 im halben Jahr. 4.000 Profit? Ja. Und wie viel haben Sie verloren in der Zeit? Ich habe nichts verloren. Gar nichts verloren? Das ist doch super. Nein, ja. Klasse. Also wenn ich das jetzt heute überweise, wann können wir denn dann anfangen? Schon morgen mit der nächsten Handelssitzung. Handelssitzung? Ja. Wer eröffnet die denn? Ankommst. Das ist unterschiedlich. DAX, Dow Jones. DAX? Ist das quasi das Firmenmaskottchen bei Ihnen oder wie läuft das? In Europa, in Asien, in Asiatische Österreich. Kurzkrallen, Otter und Dachse. Mensch, das ist mir eine sympathische Firma. Aber DAX ist Ihre Stock Exchange Max. Was ist das? Oh, da klingelt ein Telefon. Ist das Ihres? Kennen Sie nicht die Deutsche Telekom? Na doch, ich kenne die AOL. Telekom, da bin ich Kunde, seit AOL damals das Modem nicht mehr ordentlich hingekriegt hat. Mhm. Also irgendwann in den 90ern war das. Ja, kennen Sie AOL? Rein bitte. Ja, natürlich, American Saupack. Online. Ja, ganz schlimmes Gesindel war das, du. Ich sag dir das. Ja. Normalerweise europäische Börse am
ab 9 Uhr starten. Was machen die? Die europäische Börse startet ab 9 Uhr. Ist das gut? Ja. Also. Weil es ist ja schon 9 Uhr vorbei, dann können wir ja heute schon anfangen, oder? Also mit Profiten also machen? Nach ihrer Geldankunft, ja, morgen. Nach der Geldankunft? Dann Ankunft. Dann bekommen Sie einen Anruf von unserem Broker, okay? Also das sind gar nicht Sie selber, ruft da jemand anderes an? Ja, ein Deutscher. Also ein was? Sie werden zufrieden sein. Dieses Mal, Sie werden ganz zufrieden sein von einem Deutschen. Ein deutscher Makler. Ich bin aber auch mit Ihnen zufrieden, also so ist es ja nicht, ne? Sie sind ja ein sehr netter junger Mann, ne? Aber ich habe keine Lizenz. Ach, Sie haben keine Lizenz? Natürlich nicht. Tja, das weiß ich ja nicht. Ich bin nur Kundendienst, okay? Ja, aber Kundendienst ist ja auch wichtig, ne? Weil es gibt ja im professionellen Handel, sagt man ja immer, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und ich sag mal, der Eindruck, den Sie abliefern, der ist halt schon phänomenal, ne? Also da, ich kann Sie auf jeden Fall empfehlen bei den Meerschweinchen. Danke für das Kompliment. Okay, dann schicke ich unsere Bankdatenverbindung zusammen mit 1.000 möchten Sie anzufangen. Ja, machen wir 1.000. Das hört sich sehr gut an. Welche E-Mail-Adresse haben Sie denn da von mir? Okay, gleich in 5 Minuten bekommen Sie ein... Hallo, welche E-Mail-Adresse haben Sie? Okay, Sie werden es sehen in 5 Minuten. Nein, meine E-Mail-Adresse. Welche haben Sie? Okay. Es ist Taube. Ja, weiter? 88. 11. Oh nee, die 11 müssen Sie wegnehmen. Taube 88 ist die Adresse. Okay. Aber ich habe Gefühl, das schlechte Gefühl, dass Sie möchten mich verarschen einfach so. Das was bitte? Und dass Sie sind nicht seriöse Person. Und Sie möchten mich einfach verarschen. Warum sagen Sie denn sowas? Ich habe dieses solche Gefühl, ja. Das ist aber nicht sehr nett von Ihnen. Ja, aber Sie machen Spaß mit mir. Warum klaust du denn von Leuten? Ich habe dieses Gefühl, weil andere Kunden, die sprechen andere so Manier weg. Was machen die? Ich habe es nicht verstanden. Die sprechen ein bisschen so seriös. Ich bin auch sehr seriös, ne? Haben Sie eine Kreditkarte? Möchten Sie mit einer Kreditkarte machen? Ich möchte das gerne überweisen, ne? Nur überweisen, ja? Ja, ich habe keine Kreditkarte. Und das braucht man ja hier in Deutschland nicht so häufig, ne? Okay. Und auch können Sie nach dem Überweisen, können Sie eine Bestätigung schicken per E-Mail? Was heißt das? Ein Foto von Quittung, ein Screenshot. Ach, ein Einzahlungsbeleg? Ja, das kann ich machen. Das ist kein Problem. Okay. Ja, dann erhalten Sie ein E-Mail von mir in 5 Minuten, okay? Mit Ihren Zugangsdaten, ja. Und Ihre Passwort. E-Mail haben Sie jetzt aufgeschrieben? taube88@aol.com. Ja, ohne und dann, eins. Und dann rufen Sie nachher nochmal an, oder wie machen wir das? Ja, nach der Bestätigung erhalten Sie einen Anruf von mir zuerst und danach erhalten Sie einen Anruf unserer Makler. Na gut, das hört sich klasse an. Und dann kann ich morgen mit dem Trading anfangen, ja? Ja, morgen nach dem Geld ankommst, ja. Soll ich dann eine Sofortüberweisung machen? Ja, Echtzeitüberweisung. Echtzeit, genau. Und dann kann das morgen losgehen, ja? Ja, natürlich. Klasse, dann machen wir das. Wie war denn Ihr Name nochmal? Dann muss ich nochmal bei dem Manager Bescheid sagen. Okay, Ole Larsen, ja. Ole Larsen. Und, ja. Gut. Und machen wir ein Kennwort, so wir
zum Beispiel. Oder ohne Kennwort können Sie diese Broker sagen, dass Ole Larsen. Und wie ist das Kennwort? Otter? Das Schlüsselwort. Ja, wie heißt das? What's the password? Okay, sagen wir Düsseldorf, okay? Düsseldorf. Düsseldorf wird bei dir zwar besser passen, aber dann nehmen wir Düsseldorf. Und das soll ich sagen, wenn die anrufen, ja? Wenn erhalten Sie einen Anruf, fragen Sie immer nach diesem Kennwort, okay? Können wir noch eine Zahl dahinter machen? Düsseldorf 18. Okay. Das ist einfach ein bisschen schwieriger, weil Düsseldorf kennt ja jeder. Das ist ja die Stadt, die nicht existiert, ne? Okay. Gut. Gut. Haben Sie die E-Mail denn schon rausgeschickt? Noch nicht. Ich muss meine Finanzabteilung Nachfrage schicken. Ja, dann wäre es schon schön, weil ich muss jetzt dann nachher zum Arzt und ich würde das gerne vorher noch machen, weil ich bin wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs, ne? Okay, gut. Dann ist einen schönen Tag noch, ja? Haben Sie die E-Mail denn jetzt rausgeschickt? Ja, taube Achtung. Ja, super, dann sage ich vielen Dank für die nette Beratung und ich wünsche Ihnen noch nette Gespräche heute, ne? Danke vielmals. Bis dann, Wiederhören. Dankeschön. Bitte. Oh, bitte schick die Bankdaten. Wladislav, bitte tu es.